Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag. So, jetzt aber. Ich habe das Video eben gerade schon mal aufgenommen. Allerdings musste ich dann feststellen, als ich das importiert habe auf meinen Computer, dass die Batterie meines externen Mikrofons leer war und ich die ganze Zeit ohne Ton aufgenommen habe. Super, ne? Ja, also jetzt nochmal das Ganze. Ich habe nämlich gerade Batterien bei der Tankstelle gekauft, also alles super. Und zwar geht es heute um ein sehr gutes Thema, wie ich doch finde. Weil Essen geht immer und ihr wisst, ich liebe Essen und ich lebe für Essen. Und deswegen sagt mir dieser Tag auch ganz besonders zu, nämlich der Essen-Tag. Und ich würde einfach sagen, starten wir. Übrigens, falls ihr irgendwelche speziellen Antworten oder Essgewohnheiten habt, die ihr gerne mit mir teilen wollt, dann schreibt das doch unten in die Kommentare. Dann lese ich mir das gerne mal durch. Und wer weiß, vielleicht haben wir die ein oder andere Übereinstimmung. Jo, los geht's. Frage Nummer 1. Für welche Eissorte würdest du selbst eine Stunde an einer Eisdiele warten? Also ich bin ehrlich gesagt nicht so der Eisesser. Ich mag schon Eis, aber ich esse vielleicht so, weiß ich nicht, 5-6 Mal im Jahr eine Eisdiele Eis. Also es ist nicht so, dass wenn ich sehe, oh, die Sonne kommt raus, dass ich mich sofort in eine Eisdiele begebe. Aber damals war es anders. Wir hatten bei uns in Burg Dithmarschen eine Eisdiele, die war der absolute Hammer. Und da habe ich immer Spaghetti-Eis gegessen. Und ich habe es immer geliebt. Da unten im Spaghetti-Eis ist ja immer so Sahne drin. Und wenn die so leicht anfriert, oh mein Gott, ja, das müsste ich mal wieder essen. Also ich würde für keine Eissorte eine Stunde anstehen, aber wo ich vielleicht ein bisschen länger für warten würde, wäre so Haselnuss. Haselnusseis mag ich gerne. Oder Joghurette. Oder, ja, das fällt mir jetzt gerade so. Oder Cookies and Cream, das mag ich auch ganz gerne. Ja, das wären so die Eissorten. Eure? Was sind eure Eissorten, die ihr über alles liebt? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Frage Nummer 2. Bei welchem Essen kannst du einfach nicht aufhören zu essen? Ich bin grundsätzlich so ein Mensch, ich weiß nie, wann Schluss ist. Ich esse immer so lange, wie es mir irgendwie schmeckt und meistens schmeckt es mir halt ganz gut. Aber was ich total liebe, gerade so in den kälteren Jahreszeiten, Gott sei Dank wird es ja langsam wärmer, aber so im Herbst, Winter, Kohl mit Hack. Das liebe ich. Und ansonsten natürlich Sushi. Also Sushi könnte ich immer essen und en masse, die Leute packen mir auch immer 5 Paar Stäbchen ein, wenn ich was zum Mitnehmen hole, weil sie immer denken, ich habe da eine ganze Familie zu versorgen, dabei esse ich das alles alleine. Ja, das, da kann ich nicht aufhören. Frage Nummer 3. Welches Obst überlebt noch nicht mal eine Stunde in deiner Obstschale? Welches Obst liebst du? Ich liebe Wassermelone, Erdbeeren, Mango, Himbeeren, was denn noch? Himbeeren, Blaubeeren, also so Heidelbeeren mag ich auch total gerne. Ja, und Weintrauben mag ich tatsächlich auch ganz gerne. Jo, was ist dein persönliches Must-Have-Gemüse? Also mit Must-Have-Gemüse ist wahrscheinlich das Gemüse gemeint, das immer in meinem Kühlschrank ist, oder? Ansonsten wüsste ich nicht, was ein Must-Have-Gemüse ist. Ich würde jetzt sagen Tomate, allerdings als ich jetzt in Korea war, weil das war für mich ganz neu, da waren Tomaten mit auf einem Obstteller. Also anscheinend zählen Tomaten nicht zu Gemüse. Ich allerdings würde es als Gemüse bezeichnen, da ich Tomaten nur in herzhafter Form esse. Deswegen Tomaten. Was auch immer in meinem Kühlschrank ist, sind Gurken und Salat. Und Spinat im Tiefkühlfach. Ja, das sind so meine Must-Have-Gemüsesorten. Frage Nummer 5. Lecker Nudeln. Welche Nudelsorte besucht am meisten deinen Kochtopf? Ich esse gar nicht so häufig Nudeln, weil ich andere Sachen wie zum Beispiel Reis, Kartoffeln, Quinoa oder sowas lieber mag. Aber wenn ich Nudeln koche, dann Spaghetti. Romantisch essen gehen. Für welches Nationalitätenrestaurant würdest du dich entscheiden, auch wenn es nicht unbedingt romantisch sein muss? Oh, ich liebe ja asiatisch. Allerdings ist das halt auch manchmal nicht jedermanns Sache, weil ich kann sehr gut scharf essen und ich liebe es, scharf zu essen. Sushi, ja, für was für das? Also ich glaube, wenn man nichts falsch machen möchte, dann wäre es wahrscheinlich der Italiener, weil da findet jeder was. Aber wenn es nach mir gehen würde, würde ich Sushi holen. Also, oder essen gehen. Weil ich finde das auch sehr gesellig. Also bei Sushi ist es halt nicht so, dass du schnell dein Sushi irgendwie aufisst und dann gehst. Und ich meine, das macht ja so ein romantisches Essen auch aus, dass du Zeit miteinander verbringst, dass du ein bisschen quatscht und so.
Und ich finde, bei Sushi ist es immer ganz gesellig, gerade wenn man halt irgendwie so ein Laufband noch hat, wo man sich dann was runternehmen kann. Und dann isst man so Step by Step und quatscht zwischendurch und so. Und hat ein paar Edamame, was ja dann auch immer so ein bisschen Frickelarbeit ist und so. Ja, ich würde Sushi essen gehen. Frage Nummer 7. Wasser. Magst du es eher spritzig oder ruhig? Medium. Aber eher spritzig als ruhig. Also beim Sport trinke ich grundsätzlich stilles Wasser, aber wenn es jetzt so um Essen geht, so parallel dazu was trinken, dann ist es auf jeden Fall spritziges Wasser. Frage Nummer 8. It's Coffee Time. Wofür würdest du dich am liebsten entscheiden? Cappuccino. Und wenn es Tea Time ist, welche Sorte ist dann bei dir der absolute Renner? Grüner Tee, schwarzer Tee mit Zitrone. Ansonsten mag ich auch gerne diese Detox-Tees, aber jetzt nicht unbedingt, weil ich so an die Wirkung glaube, sondern einfach, weil er mir sehr, sehr gut schmeckt. Ich mag grundsätzlich gerne Kräutertee und die Detox-Tees, die sind ja meistens sehr kräuterlastig. Ist auch viel irgendwie so manchmal mit Ingwer drin oder mit grünem Tee. Ja. Was macht dich beim Essen aus? Deine Essgewohnheiten? Habe ich Essgewohnheiten? Spezielle? Ich weiß es nicht. Ach so, ja, okay, das stimmt. Das ist schon ein bisschen speziell, glaube ich. Also, ich habe so eine Macke und ich glaube, das habe ich von meinem Opa, weil ich würze mein Essen immer, bevor ich es probiere. Also, gerade wenn ich außerhalb essen gehe, dann ist es so, dass ich immer schon mal schön die Pfeffermühle hole und Salz draufstreue, obwohl ich es noch nicht probiert habe. Was manchmal auch ziemlich fatal sein kann, weil ich glaube, ich traue den Köchen nicht zu, gut zu gewürzen, was natürlich auch bescheuert ist. Aber ich würze tatsächlich viel zu oft schon viel zu früh nach. Und das ist manchmal ganz schön blöd. Weil dann ist es manchmal versalzen oder viel zu scharf oder du hast halt nur die Pfefferkörner im Mund. Ja, aber das ist leider so eine Angewohnheit von mir. Aber ich zwinge mich schon immer und hau mir auf die Finger, dass das nicht so ist. Ja. Habt ihr komische Essgewohnheiten? Essangewohnheiten? Also, gibt's, was ist denn speziell? Frage Nummer 11. Magst du es morgens süß oder doch eher herzhaft? Grundsätzlich glaube ich eher herzhaft, aber seitdem ich diesen Chia-Pudding ausprobiert habe, den habe ich auch schon mal für euch in so einem Food-Video gekocht. Das verlinke ich euch gerne nochmal unten in die Infobox oder auch da so. Liebe ich den total, weil es halt auch so easy und so simpel ist. Und ja, ansonsten auch gerne Eier, so Eier im Glas. Also es sind dann einfach nur so weichgekochte Eier mit ein bisschen Schnittlauch drüber und dann dazu eine schöne Scheibe Sauerteigbrot oder so. Das mag ich auch total gerne. Ja, also mal so. Da kann ich mich jetzt gerade gar nicht so entscheiden. Frage Nummer 12. Wie isst du zu Abend? Was ist dein absolutes Muss? Bei mir gibt es ehrlich gesagt kein Muss, also kein so routinemäßiger Ablauf, dass ich zum Abendbrot immer saure Gurken essen muss oder so. Sondern es kommt immer darauf an, was ich morgens gegessen habe, was ich mittags gegessen habe, wie der Hunger denn abends noch ist. Das Einzige, was tatsächlich bei mir so eine Angewohnheit ist oder was ich schon immer gerne habe, ist es abends warm zu essen. Weil meine Großeltern, die hatten auch damals bis vor einem Jahr ein Restaurant in Wiek auf Föhr. Und da war es halt immer so, dass um 5:30 Abend gegessen wurde und immer warm, immer warm. Und irgendwie habe ich mir das so angewöhnt, seitdem ich alleine wohne, halt auch abends irgendwie warm zu essen. Zumal ich Essen auch so ein bisschen für mich, das ist so Wohltun, das ist so ein Genuss und auch so eine Belohnung, dass ich es halt dann abends schön zelebriere und mir dann auch gerne mal was Warmes koche. Ja, ich esse gerne warm abends. Frage Nummer 13. Was bestellst du bei McDonald's oder Burger King? Ich muss gerade mal überlegen, wann ich das letzte Mal da war. Also ich bin ja nicht so der Fast-Food-Fan, das habe ich euch ja auch schon mal erzählt. Aber wenn ich mal zu McDonald's gehe oder zu Burger King, meistens ist das wirklich bei mir so, wenn ich mal nach Hause fahre, nach Schleswig-Holstein, so einen Roadtrip habe, dann halte ich da mal an, weil ich es dann meistens verplane, mir selbst irgendwas mitzunehmen oder vorher mal vielleicht was zu essen. Ja, Pommes wahrscheinlich, ne? Pommes, Chicken McNuggets mit süß-saurer Soße. Cheeseburger? Ja, aber wie gesagt, nicht so häufig. Also ich stehe da auch gar nicht so krass drauf. Aber Pommes. Ja, wahrscheinlich am ehesten Pommes. Frage Nummer 14. Deine Nerven sind angespannt. Wie wäre es mit Schokolade? Aber welche ist deine Liebste? meine liebste Schokolade. Vollmilch wahrscheinlich mit so dicken Nüssen drin. Also mit so dicken Nüssen drin.
Ihr wisst, was ich meine mit so ganzen Nüssen, also so Haselnüssen drin. Och Mann, ey. Ja, genau. Schokolade, voll mit Schokolade mit Nüssen. Frage Nummer 15. Süßigkeiten lieben doch einfach alle. Ja? Welche stehen bei dir ganz oben auf der Beliebtheitsliste? Ich muss immer noch an die Nüsse denken, entschuldigt bitte. Toffifee, wo wir gerade beim Thema Nuss sind. Kinder Bueno. Dann noch Kinder Schokobons und Kinder Country. Ja, das sind meine Lieblingssüßigkeiten. Frage Nummer 16. Egal wie fettig, welcher Pommessorte verfällst du auf den ersten Blick? Ich mag Pommes tatsächlich sehr gerne und am liebsten Süßkartoffelpommes. Auch dazu hatte ich euch schon mal ein Rezept gemacht. Das verlinke ich natürlich auch in der Infobox und gerne auch nochmal hier oben. Für mich ist immer ganz wichtig bei Pommes, dass sie kross sind. Und dann kann es auch jede Art von Pommes sein. Sprich so diese Country Potatoes mit Sour Cream oder dicke Pommes, dünne Pommes. Das ist mir dann relativ wurscht, aber sie müssen immer schön kross sein. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Welches ist dein Lieblings- und welches ist dein Hassgewürz? Lieblingsgewürz wahrscheinlich Salz. Und das in jeglichen Varianten. Übrigens, bei Gewürzen muss ich auch eins sagen. Ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn so Pfeffer aus dem Streuer kommt. Für mich muss Pfeffer immer aus der Mühle kommen. Genauso eigentlich auch wie Salz, weil ich finde, man schmeckt es, dass das so ein bisschen frisch gemahlener ist und so. Und das, also müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr bisher immer diesen Streupfeffer benutzt habt, benutzt mal Pfeffer aus der Mühle. Das ist ein Unterschied wie Tag zu Nacht, finde ich. Genau, Pfeffersalz natürlich muss immer da sein. Ansonsten mag ich sehr gerne Muskat, also gerade so in Kartoffelpüree oder auch in Spinat oder so. Sonst noch irgendwas? Chili? Chili mag ich sehr gerne. Ja, und was ich nicht mag tatsächlich, Kümmel an sich finde ich schon okay, aber nicht, wenn es diese ganzen Kümmelkörner sind. Also wenn man denn da drauf beißt, da zieht sich bei mir halt irgendwie alles zusammen. Also so großer Kümmel, das geht nicht. Ansonsten bin ich eigentlich allem gegenüber sehr offen. Ja. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Ich muss noch mal ganz kurz erwähnen, wir hatten gestern, Linda und ich, ein internationales Fantreffen von ganz vielen Annie- und Jasmin-Fans aus der ganzen Welt. Also es waren wirklich Leute aus Australien, aus Texas, aus Argentinien und so dabei. Und es war so flashend. Und ich wollte ursprünglich so ein Follow Me Around drehen. Nur leider war ich selber so aufgeregt und habe es total verplant, total viel zu filmen. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht und ich werde dazu auch nochmal ein ganz spezielles Video machen, weil es einfach, es hat mich sehr bewegt und es war unglaublich cool. Und ich glaube, diesen Tag werde ich auch niemals in meinem Leben vergessen. Aber dazu werdet ihr demnächst auf jeden Fall noch ein Video sehen. Vielleicht Mittwoch, vielleicht Sonntag, je nachdem, wie ich es schaffe. Ja. Und das war's dann auch für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.